Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse, heute mit The Master von Paul Thomas Anderson. Ich muss heute über einen Film sprechen, der mir nicht besonders gefallen hat. Nun werden einige sagen, das ist ja nichts Neues, aber ich muss auch gleichzeitig über einen Regisseur sprechen, dessen Filme ich alle eigentlich nicht mag. Es geht eben um Paul Thomas Anderson. Er hat mit The Master einen Film über zwei Männer, über eine Männerfreundschaft gemacht. Es geht in dem Film um den Gründer einer Sekte. Es gibt Assoziationen zu Scientology, die aber nicht überdeutlich ausgearbeitet werden. Diesen Gründer der Sekte, der wird gespielt von Philip Seymour Hoffman und der hat einen Ziehsohn, kann man sagen, gespielt von Joaquin Phoenix, der ungenommen angezogen ist von diesem charismatischen Mann und er ist fasziniert von seinen Theorien, von seiner Hypnose, von seinen Gesprächen und da bildet sich eine merkwürdige Symbiose, die auch ein ganz totalitäres Potenzial hat. Es ist kein Film über Scientology, der nun erstmal zeigen will, wie diese Sekte funktioniert. Es soll vielmehr darum gehen, wie funktioniert eine charismatische Herrschaft überhaupt. Das Problem aber bei Paul Thomas Andersons Filmen ist, und das wird hier überdeutlich, ist, dass er ein ganz großer Stilist ist, der aber leider seinen Stilwillen nicht mit großer Kunst verknüpfen kann. Es ist leider nur Ästhetizismus, der dann sehr schnell leer läuft. Das Gesicht von Joaquin Phoenix wirkt in dem Film beinahe skulptural in jeder Szene. Man könnte ihn sofort in Stein meißeln. Doch man fragt sich, warum? Es gibt eine Szene, wo sie Motorrad fahren in der Wüste und man denkt, nun soll etwas Existenzielles wohl hier stattfinden. Aber eigentlich passiert das nicht. Man hat in den Kommentaren zum Film schon gelesen, dass viele Zuschauer sich fragen, vielleicht habe ich da was nicht richtig verstanden, bin ich vielleicht zu dumm für die Filme von Paul Thomas Anderson? Nein, ich würde eher sagen, dass sie behaupten, dass da noch etwas ganz Großes anderes ist, dass sie aber in Wahrheit nur Plattitüden aufdecken und dann vermitteln. Das heißt, der Film ist, und alle Anderson-Filme sind sehr enigmatisch angelegt. Sie geben die ganze Zeit vor, dass sie um etwas mehr gehen könnten, aber in Wahrheit ist nicht viel mehr da. Hinzu kommt, bei all diesem Stilwillen, auch wird ganz viel imitiert vom amerikanischen Kino, wir haben sogar eine amerikanische Nacht in The Master. Das Problem ist auch diese epische Länge, die überhaupt nicht zu rechtfertigen ist. Es gibt eine permanente emotionale Distanz, weil man natürlich sich nicht vereinnahmen lassen will von dieser charismatischen Figur. Aber gerade dieser distanzierte Blick, den Anderson auf fast alle seine Figuren in allen Filmen anbietet, der verheißt auch noch etwas anderes, nämlich, dass vielleicht gerade in dieser Distanz eine besondere Abhängigkeit entstehen könnte. Und dieser besonders unterkühlte Film The Master von Anderson legt aber noch etwas auf, nämlich Anderson ist hier in etwas frei. Anderson ist hier in eine Falle getappt. Man merkt nämlich hier wirklich an, wie hart erarbeitet Charisma sein kann. Wir sehen nämlich hier nicht in dem Film die Figuren, den Gründer einer Sekte und seinen Ziehsohn, sondern wir sehen eigentlich nur die Schauspieler. Wir sind fasziniert, was Phoenix und Philip Seymour Hoffman in ihrem Gesicht so alles machen können, aber wir identifizieren sie niemals mit der Figur. Wir bleiben auch auf Distanz. Man sieht hier tatsächlich, wie es funktioniert, wie man Charisma erschaffen kann und darüber hinaus sieht man auch, wie man einen Film machen kann, der unbedingt Kunst sein will, doch am Ende nur Kunstgewerbe ist. Das Problem ist hier das Handwerk. Dieses Übermaß an Handwerk ist so angestrengt, das ist vor allem jetzt in The Master noch einmal überdeutlich geworden, dass man eigentlich sich sehr schnell langweilt. Man sieht ja und man glaubt ja auch Anderson, dass er perfekt sein Handwerk beherrscht, aber leider kann er es dann nicht mit etwas gescheitem Inhalt füllen. Er gibt immer nur vor, dass er große Inhalte hat. In Wahrheit spielt er nur mit großen amerikanischen Mythen, einen Mutterkult, da gibt es Männlichkeitsfantasien, Männerfreundschaften, da gibt es eine große Potenz im
im amerikanischen Mann. All das sind die Mythen, die er immer wieder aufgreift. Und dann versucht er sie aber gleichzeitig zu entlarven. Wenn man durch die Filmografie von Anderson geht, Last Exit Reno, sein schwächster Film mit Sicherheit, sein Debütfilm, da erfahren wir dann, dass der Mythos Glücksspiel auch unglücklich machen kann. In Boogie Nights, da werden wir darüber aufgeklärt, dass die Pornoindustrie der 70er Jahre durchaus ihre Schattenseiten haben kann. In Magnolia, da sind es Zufälle und Vorsehungen, die irgendwie über unsere Geschicke entscheiden. Und wir erfahren dort, dass ein Motivator, gespielt von Tom Cruise, tatsächlich nicht immer so vor Sexualität protzen kann. In Wahrheit ist er ein armes Würstchen. Und in Punch Drunk Love, da einer alternativen Komödie mit Adam Sandler, da wird uns gesagt, schaut her, hier ist die wahre Adam Sandler-Komödie. Die anderen, die spielen doch nur mit unseren Illusionen. Und dann der ernsthafteste Film von Anderson bislang war ja There Will Be Blood. Dort erfahren wir, dass Kapitalismus und Religion irgendwie in den USA was miteinander zu tun haben. Es sind eigentlich alles Dinge, die man längst weiß, die uns aber hier nochmal als etwas Neues vermittelt werden. Dieser dauernde aufklärerische Impetus ist aber das, was diese Filme meines Erachtens unerträglich machen. Jeder weiß doch, dass die Welt nicht ist wie ein Doris Day-Film. Und darum geht es auch nochmal in The Master. The Master ist ein Film, der permanent jammert. Es wird eigentlich dem Hollywood-Kino der 50er Jahre übel genommen, dass es Glücksversprechungen verheißen konnte, die sich aber dann nicht in der Wirklichkeit erfüllt haben. Und Phoenix klagt auch in The Master von seinem Mädchen, zu dem er zurück will, dass sie Doris heißt, wie Doris Day. Und er wünscht sich eigentlich, dass sein Leben wie ein Doris Day-Film sei, aber das ist es nun mal nicht. Der Filmtheoretiker Ray Carney hat sich sehr ins Zeug gelegt, Paul Thomas Anderson zu kritisieren. Und er sagt, dass Anderson eigentlich Hollywood übel nimmt, dass es die Heilsversprechen, die es verkündet, nicht einlöst. Und deswegen versinken alle Anderson-Filme in Selbstmitleid. Und so ist es auch in The Master. Und gleichzeitig hat das so eine Pseudo-Aufklärung eben, dass hier der Zuschauer etwas präsentiert bekommt, was er wohl noch nie vorher wusste. In Wahrheit wissen wir es längst. Und das hat dann auch einen nostalgischen Anstrich, das Ganze. Hier die 50er Jahre, die 70er Jahre, in Boogie Nights, eigentlich ist es in allen Filmen so. Ray Carney sagt in einem Interview, "It may sound paradoxical, but the anti-Hollywood perspective of these directors is actually evidence of their still being trapped in the Hollywood view of life. The anti-romanticism, the anti-sentimentality of Magnolia actually represents a nostalgia for old-fashioned romanticism and sentimentality. These anti-sentimental movies are actually sentimental at heart." Und so ist es tatsächlich. In Wahrheit sind die Anderson-Filme viel, viel sentimentaler als jeder Doris Day-Film. Und das liegt vor allem daran, dass Anderson so sehr bemüht ist, etwas anderes wie Hollywood Mainstream zu produzieren, dass er aber keine eigene Kunst daraus entwickelt, sondern in Wirklichkeit nur die andere Seite derselben Medaille zeigt. Was mich an Paul Thomas Andersons Filmen ärgert, ist die Pseudo-Aufklärung. Diese intellektuelle Haltung, die aber nur eine scheinbare ist. Man kann das sehr gut mit dem Begriff Interpassivität fassen. Der Philosoph Robert Pfaller beschäftigt sich seit vielen Jahren damit. Pfaller geht davon aus, dass es Einbildungen gibt, Illusionen gibt, die immer die der anderen sind. Jeder weiß eigentlich, dass sie nicht wahr sein können, aber irgendwie ist doch ein diffuser Glaube an sie da. Pfaller schreibt in seinem Buch Die Illusionen der Anderen, die Schwierigkeit, Träger für solche Illusionen zu finden, ergibt sich dann aus dieser an das Wissen gebundenen Existenzform solcher Illusionen. Man findet deshalb keine Träger der Illusionen, weil man keine Unwissenden findet. Und das kann man, denke ich, sehr gut auf den Film übertragen. Nehmen wir Punch Drunk Love. Selbst der naivste Zuschauer im Kinosaal weiß,
dass eine alberne Adam Sandler-Komödie nicht der Wahrheit entspricht. Die Frage wäre vielmehr, warum wir trotzdem daran glauben. Aber durch diesen distanzierten Blick auf das Adam Sandler-Universum ist das Ganze noch viel tiefgreifender. Der Glaube eben an diese Illusion. Punch Drunk Love lebt genau von diesem Glauben. Alle Anderson-Filme leben von dem Glauben, dass vielleicht doch die Welt so heil sein könnte wie in The Master in den 50er Jahren. Und Phoenix jammert permanent darüber, dass die Welt nicht ist wie in den 50er Jahren. Wir wissen aber längst, dass das alles nur eine Illusion ist. Und wissen wir nicht auch längst, was jetzt diese Dokumentation, die für viel Aufsehen erregt hat über Amazon, uns offenbart hat, dass die Arbeitsverhältnisse bei Amazon schrecklich sind? Das haben wir doch gewusst. Wir wussten doch, wenn wir Produkte so billig und so schnell zu Hause haben können, dass da irgendetwas nicht stimmen kann, dass da nicht alle moralischen Regeln eingehalten wurden. Die Sache ist also keine Frage der Aufklärung, des Wissens, sondern eine des Glaubens. Warum bin ich danach in der Lage, sofort wieder zu bestellen bei Amazon? Warum glaube ich also trotzdem an die Illusion? Doch diesen Gedanken will Anderson nicht zulassen. Er entlarvt erst, um dann am Ende noch viel tiefer dran zu glauben. Er entlarvt die Pornoindustrie und zeigt dann in dieser spektakulären Szene am Ende, wie Mark Wahlberg als Pornodarsteller die Hose öffnet, um dieses unglaublich große Genital herauszuholen. Er könnte das einfach thematisieren, dass dieses Genital eine Laune der Natur ist. Aber was macht Anderson? Er lädt das Ganze wieder mythisch auf, macht eine Szene, die erinnert an Scorseses wie ein wilder Stier. Also irgendetwas soll da wirklich eine existenzielle Männlichkeit sein. Irgendetwas soll hier tatsächlich etwas Transzendentes soll in diesem Genital zu finden sein. Und so ist es auch am Ende von The Master. Am Ende liegt Phoenix an einer Brust, die Mutterbrust. Dieser alte Mythos wird hier wieder aufgegriffen und er wirkt noch viel intensiver, gerade weil man die ganze Zeit Entlarvungen gesehen hat, ist jetzt der Glaube an den Mythos noch viel stärker. Es gibt einen Film, wo Anderson das Schema etwas durchbricht, das ist eben Punch Drunk Love, wo wir Adam Sandler sehen, wie er ausrechnet, dass diese Bonusmeilenaktion der Werbung tatsächlich das hält, was sie verspricht. Man sieht dort, dass mit Pudding geworben wird, dass wenn man einen Pudding kauft, dann bekommt man Bonusmeilen. Adam Sandler rechnet in diesem Film aus, wenn er für $3,000 Pudding kauft, dann hat er Bonusmeilen bis ans Ende seines Lebens. Und er ruft sofort bei dem Unternehmen an, sie haben sich vertan, irgendetwas kann nicht stimmen, denn diese Werbeaktion, die spricht tatsächlich die Wahrheit. Wir bekommen tatsächlich so viele Bonusmeilen, wie wir auch nur ein ganzes Leben lang brauchen. Das Irritierende hier ist tatsächlich, dass eine Verheißung der Werbeindustrie wahr ist. Und das Ganze beruht ja auf einer wahren Begebenheit. Stellen wir uns jetzt eine Amazon-Dokumentation vor, wo die Mitarbeiter alle fröhlich sind, alle tanzen. Wir sehen, wie das Unternehmen sich für soziale Projekte engagiert, Kinderbetreuung unterstützt. Alle Frauen können dort emanzipatorisch sein und arbeiten. Es gibt also eine Insel der Glückseligkeit im Amazon-Lager. Würde das nicht tatsächlich für eine viel größere Irritation sorgen als so ein üblicher kritischer Bericht über das, was man eh schon längst weiß? Vielleicht ist tatsächlich der alberne Adam Sandler-Film, die schlichte Doris Day-Komödie, viel subversiver, weil sie so sehr behauptet, dass sie wahr ist, als dieser pseudokritische Blick auf diese Filme und diese Epoche. Gerade der aufklärerische Blick kann sehr viel verschleiern. Mit anderen Worten, wir schauen nur, aber wir sehen nicht.